Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Retail mit dem Paladin, mit dem Army. Falsch abgebogen. Multitasking so, nicht fähig. Wir machen uns auf den Weg zum Schlingendorntal und fangen da jetzt an mit dem Questen. Das dauert bestimmt ein bisschen länger da unten im Schlingendorntal, weil das ein sehr großes Gebiet ist, beziehungsweise es sind zwei Gebiete. In der Pause bin ich beigegangen und habe Alchemie verlernt. Habe Kirschner wieder gelernt. Aber das hatten wir schon mal am Anfang. Weil ich will jetzt nur noch rein fahren mit diesem Charakter. Dass wir auch zu ein bisschen, naja, Reichtum. Sagen wir, dass wir ein bisschen zu Reichtum kommen. Weil wir müssen ja auch noch gleich die 3750 Gold oder knapp 4000 Gold haben für das verbesserte Fliegen. Ja. Und Taschen haben wir gegönnt. Ich hatte durchs Questen fast 500 Gold und ich habe mir ein paar größere Taschen gekauft. Auch für die Bank schon. So, da wir jetzt gerade sowieso ins Schlingendorntal reisen, können wir da ja sowieso ohne Ende Kirschen wegen den Tigern und den, was da nicht alles rumläuft, Panther und wir müssen viel, viel töten. Wir können auch viel, viel Kirschen. So, Pflanze, wo bist du? Ach, da. So, das ist normal. So, ich mache das nämlich so. Hier oben kommen die gesammelten Pflanzen hin erstmal. Darunter die Teile von den Pflanzen. Wilddornrose. Leder kriegen wir erstmal sowieso nicht so viel zusammen. Da ist Essen. Handwerksmaterial und dann kommt Questgegenstände. Okay, ich mag das. Muss aufgeräumt sein. Muss. So. Hier kann auch eine Truhe sein. Okay. Sind wir hier nicht im Oh, ja genau. Ogre. Dann ist es wahrscheinlich in der Höhle. Alles klar. Gut, dann fliegen wir die Abkürzung hier rüber. Dieses langsame Fliegen, das ist so ungewohnt, weil man das so gut wie nie hat. Ne? Das ist. Oh Gott, was gibt es denn hier alles für Quests, sag mal. So. Tun wir mal so, als kämen wir den normalen Weg entlang geritten. So. Tap, 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 tap. Hallo, Herr Greifenmeister. Hallo. Wahnsinn, wo wir überhaupt schon waren, ne? Wie sich das nach und nach. Man sieht sich. Ach, herrlich. So, dann, wenn man keine Ahnung hat. Ja, das kennen wir schon, ne? Die Einzelheiten sind mit kurzen, vielen Stellen. Genau, mit dem Wahnsinn. So, Leutnant Doren. Ehre dem König, Freund. Willkommen in unserem Lager, Paladin. Ihr seid genau zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen. Für die Allianz. Kurzes Schicksal. Hallo, Paladin. Wir haben uns schon kennengelernt gerade eben. Ah, hallo, Paladin. Wir sind Soldaten aus Sturmwind und haben in kurzes Truppenlager rebelliert. Der große Außenposten liegt südöstlich von hier. Wir standen unter dem Kommando von Colonel Kurzen, bis er und seine Vertrauten begannen, den Verstand zu verlieren. Wir lehnten uns auf, errichteten hier unser Lager und wehrten uns gegen Kurzen. Nun habe ich von meinem Kontakt erfahren, dass Kurzen verschwunden ist. Ich traue dieser Quelle, aber ich möchte das noch einmal von einem Außenstehenden hören. Bitte begebt euch in das Lager und sucht nach Belegen für sein Schicksal. Ziehe den Ehrenfreund. So, das werden wir tun. Wie kann ich euch helfen? Ich will einfach nur gucken, ob du irgendwas hast, was wir brauchen. Gerösteter Raptor und Für warum? die Allianz. Normalerweise sollte mir im Tooltip angezeigt werden. Nein, nicht accountübergreifend tracken. Jetzt wird es mir angezeigt, ja, genau. Weil Ich kaufe wenn du auf Rukate. dem Account das Rezept schon gelernt hast, dann blendet er dir das aus. Aber wenn du halt das sammeln willst, so wie ich jetzt, musst du das halt umstellen, damit du halt wieder unten rechts im Tooltip siehst, dass er noch Sachen hat, die du nicht hast. So. Die beiden Rezepte können wir zwar noch nicht lernen, aber was man hat, das hat man. Ziehe den Und da fällt mir Ehrenfreund. gerade noch mal ein, bitte. Sag mir, was habe ich Linksknopf gedrückt? Links ist der falsche Knopf, so rechts. Naja, Vorlagen zeigt er mir ja so oder so an, ne?
Pro-Fraktion Titel. Ja, das ist mal uninteressant. Gut. So, Bruder Niemetz, was haben wir denn? Schönen guten Tag. Schlechte Medizin. Ich habe den Verdacht, dass Kurzens Medizinmänner nicht nur die Medizin verteilen. Kurzen benötigt etwas, um aufkeimenden Ungehorsam zu ersticken. Ein Elixier, getarnt als Medizin, wäre dafür sehr gut geeignet. Wir brauchen diese Arzneien für unsere Studien. Durchsucht Kurzens Truppenlager im Südosten. Seine Medizinmänner und Dschungelkämpfer sollten die Heilmittel bei sich tragen. Schönen Tag auch. Was gibt es denn da für einen schicken Schulterschutz? Vergesst, was ich gesagt habe. Corporal Caleb. Was kann ich für euch tun? Kochen mit Kratzek. Meistens bin ich es, der hier im Lager kocht. Und das war auch immer ganz schön viel Arbeit, bis ich von einem Goblin-Händler in Beutebucht einen mechanischen Kochtopf gekauft habe. Der Kochtopf ist einfach unglaublich. Er hat mir unzählige Stunden Arbeit erspart, bis er kaputt gegangen ist. Könnt ihr den Topf den Goblin zurückbringen, damit er ihn repariert? Der Händler heißt Kratzek. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass er bei Nerzingveris Unterschlupf gefunden hat. Bei Nerzingveri Unterschlupf gefunden hat, so. Im Jägerlager im Süden. Das Licht segne euch. Zeig mal her. Ein mit Anzeigen und Messgarn übersäter Kochtopf. So. Genau, da ist Kurzen und hier ist Kochen mit Kratzek, also Nerzingveris Expedition. Ach ja, vergesst immer, dass wir fliegen können. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Sache mit Kurzen. Weil hier unten in Nerzingveris Lager gibt es unzählige Quests. So, das ist nämlich schon Kurzes Lager hier vorne. So, und die Medizinmänner sollen die Arznei haben, ne? Kommst du mit oder bist du ein Caster? Ne, du läufst mit. Das Beste, wenn man eigentlich alles pullen kann, ohne wirklich anschlagen zu müssen, ne? Hat da gerade eine Bulle geöffnet? Ja, tatsächlich, die saufen. Okay. Ich habe kein Ziel. Gerade mal zwei Stück. Okay. So, das hier ist das Gefängnisregister von Kurzens Truppenlager. Okay. Und Offiziersakten von Kurzens Truppenlager. Eine kurze Liste der politischen Gefangenen des Truppenlagers. Und das andere ist... eine Liste von Kurzens Offizieren. So. Ja, das sammeln wir auch. Das packen wir hier oben erstmal hin. So. Kurzens Gefängnisakte. Vertraulich. Barry und Brandfeder. Vergehen ungehorsam. Ungebührliches Benehmen. 50 Jahre. Ja, aber heftig. Emerine Junis, Verbrechen, Bestrafung von Colonel Kurzen persönlich befohlen, 75 Jahre Haft. Verbrechen, Osborne Vidricos, Verbrechen, Wahnsinn, 130 Jahre Haft. Bilanzbruch, Herod, Verbrechen, Kollaboration mit Rebellen, Strafe, Tod durch Geigen. Haben wir einen Geigen hier? Colonel Conrad Kurzen, Verbrechen, Schwäche, Strafe, freier Fall vom Turm. Okay. Er bestraft sich selber. Interessant. Und Offiziere. Vertrauliche Offiziersakte. Oberstabschef Anders. Leitet die Kommandosoldaten und Dschungelkämpfer. Verantwortlich für die Instandhaltung der Miliz im Truppenlager und für den Schutz der Truppenlagerressourcen vor Rebellenangriffen. Oberstabschef Gaulus. Führt die Medizinmänner und die Kopfschrumpfer. Die Kopfschrumpfer. Verantwortlich für das Sanitäterkorps und für das Bewahren friedlicher Beziehungen zu den Blutskeiben und den Schädelspaltern. Oberstabschefin Miranda leitet die Geheimoperation Kurzens. Verantwortlich für den Vorrat am Blauen Stein und weitere Erforschung von deren Anwendungsmöglichkeiten. Blaue Steine, okay. Oberstabschef Esquivel
Interimchef nach dem Tode Colin Kurzens. Verantwortlich für die Koordinierung aller Operationen von Kurzens Expedition. Der hat sich echt vom Turm geschmissen? Okay. Naja, warum nicht? Muss jeder selber wissen. Ne? Komm her. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hör auf zu saufen, mein Freund. So, da vorne ist noch ein Pflänzchen. Wer macht sich denn hier unsichtbar? Was ist das Kommandosoldat? Ne, die brauche ich ja nicht. Noch nicht. Ich brauche nur noch die Mediziner. Erstmal. Aber ich vermute, da wir ja jetzt die Liste haben mit den Offizieren, dass wir die wahrscheinlich ja töten müssen. Da könnte eine Schatzkiste sein. Ja, wollen wir mal nachgucken, ob hier wirklich eine ist. Nee. Okay, hier ist ein Schloss. Ein Schloss, sage ich schon. Ein Käfig. Hörst du auf zu saufen, sag mal. Ich habe kein Ziel. Wieder nur eine. Mei, du, das droppt aber echt. Mühselig. Ah, haben wir echt noch Leinstoff gekriegt? Schön. So. Oh, gehen wir halt hier vorne hin. Räumen da noch ein bisschen auf. Ich habe kein Ziel. Wir haben eine Stufe 30. Irgendwann müssten wir theoretisch vom Level so hoch sein, dass wir kaum noch bis gar nichts an Erfahrung bekommen. Haben wir da ein schönes? Können wir den gebrauchen? Ne, können wir nicht. Pottenhässlich, also finde ich. So, und du hast jetzt die letzte Medizin dabei. Hast du nicht. Dann hast du die letzte Medizin dabei. Auch nicht. Ich sag, droppt echt. Ich bin außer Reichweite. Mühselig. Jetzt aber. Frisch geschlüpft. Ah ja, stimmt, die Quest gab's auch noch. Als ihr die Sachen des Soldaten durchsucht, bemerkt ihr ein frisch geborenes weibliches Raptorjunges, das zu euch aufsieht. Ist es kurzens Muslizodaten die ganze Zeit über gefolgt? Ihr seht, wie es euch mustert, sich euer Gesicht einprägt und eure Bewegung beobachtet. Der Schmetterschwanzjunge geht eine Bindung mit euch ein. Vielleicht weiß jemand im Rebellenlager etwas mit dem Raptorjungen anzufangen. Okay. Ein Eierfragment, okay. Stimmt, das ist bei immer das hier. Ruft eure Kannen nur draußen benutzt werden. Ja, ich packe das mal unten in die Leiste, weil wir das öfters brauchen werden.
Ich habe sie auch verschrieben, weil hier steht ein weibliches Raptorjunges und dann vermute ich, dass es hier auch Raptorjunges heißen soll und nicht einen Raptorjungen. Naja, kann passieren. Weil so viel Text. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen. So, Niemetz. In meiner Freizeit beschäftige ich mich ein wenig mit Alchemie. Ja, ich nicht mehr. Auf dann. Gut gemacht, Ami. Dann wollen wir mal sehen, was in diesem Elixier steckt. Mögen eure Reisen sich. Bruder Niemetz analysiert die Proben, die ihr ihm gegeben habt. Das ist nur Basiliskenblut? Nein, es besteht größtenteils aus Basiliskenblut. Sie haben jedoch etwas hinzugefügt. Für einen vernünftigen Vergleich brauche ich eine Kontrollprobe. Wahrscheinlich stammt das Blut von Kristallrückenbasilisken, die östlich des Truppenlagers vorkommen. Bringt mir einige reine Proben, dann kriege ich schon heraus, was in diesem Elixier ist. Schönen Tag auch. Okay. Grüße. Habt ihr etwas entdeckt, Armin? Seid vorsichtig. Sie haben ihn umgebracht? Dabei dachte ich die ganze Zeit, er würde mit eiserner Hand über sie herrschen. Ja, sag ich doch, der hat sich umgebracht. Naja, er hat sich entweder selber verurteilt mit dem Sprung vom Turm oder... Das und weiß es nicht. Segne euch. Vom Wahnsinn verschont. Kurzes Tod ist eine Erleichterung. Aber interessanter und momentan wesentlicher ist, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass es potenzielle Verbündete im Lager gibt. Mich interessiert nicht, was in den Gefängnisregistern steht. Ich weiß genau, weshalb die drei eingesperrt wurden, weil sie sich weigerten, Befehle zu befolgen. Der Wahnsinn muss sie verschont haben, so wie meine Rebellenkameraden hier. Sie wurden eingesperrt, weil sie aufgebärten. Begehrten, nicht gebärten, sondern aufgebärten, das ist auch gut, aufbegehrten. Findet sie, Army. Findet sie und schickt sie hierher. Ziehe den Ehrenfreund. Ach, Mann, genau, Baron Bramfeeder, genau die Gefängnisliste. So, und du bist bestimmt Zettmann mit unserem Hallo. Jungen, ne? Ja, die Kleine scheint euch zu mögen. Ihr habt Glück, in diesem Alter sind Raptoren ruhig, friedlich und leicht auszubilden. Behaltet sie, Army. Sie könnte euch von Nutzen sein. Um genau zu sein... Auf dann. Ich glaube, sie hat Hunger. Euer junges Raptor-Weibchen scheint hungrig zu sein. Wenn ihr sie behalten wollt, solltet ihr vielleicht etwas zu fressen für sie finden. Die Schmetterschwänze greifen häufig die Basilisken des Schlingendornstals an. Man findet sie im Osten hinter Kurzens Truppenlager. Wahrscheinlich ist sie noch nicht stark genug, um allein auf die Jagd zu gehen. Aber ich bin mir sicher, dass sie frisches Basiliskenfleisch fressen wird. Für die Allianz. Okay. So, dann wollen wir da mal wieder runterfläzen. In dem Haus waren wir doch gerade eben, da war doch oben gar keiner drinne. Oder vielleicht musst du echt erst wirklich auf der Quest sein, damit du die sehen kannst. Bissen? Oh Gott. So, dann muss der ja theoretisch echt in den Käfig oben sein. Ja, kommt mal alle mit. Das ist ja witzig. Wir sind sogar alle hier oben. Hier, mein Schmetterschwanzjunges. Du kannst dich auch an ihnen laben. Ich brauche ein Ziel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Moin, wie schön ihr da in Reih und Glied steht. Wuhu, yeah, Freiheit, diese Freiheit. Ich danke euch. Ich weiß nicht, wie lange wir noch überlebt hätten. Wuhu. Die Entfaltung meiner magischen Kräfte wurde durch den Jenkäfig unterdrückt. Wenn ihr nichts einzuwenden habt, werde ich uns zurück ins Rebellenlager teleportieren. Wir werden uns später persönlich bei euch bedanken. Okay. Gut, dann müssen wir nur noch mal eben ein bisschen Basiliskenfleisch sammeln. Das ist, glaube ich, hier oben diese Anhöhe, ne? Richtig vorher töten, bevor er labt.
Ach so, du gehst automatisch dahin, wenn sie tot sind. Okay. Da habe ich sie. Oh. Die verschwinden danach. Ich wollte die Kirschnern. So, wenn ich sie wahrscheinlich zu schnell kirschne, dann kriegst du nicht so viel, ne? Naja, geht. Er frisst trotzdem weiter. So, kann ich auch mehrere pullen, oder? Kannst du den nicht während des Kampfes schon ein Stück rausbeißen oder so? Ne, wir müssen da echt schnell sein, sonst frisst die sonst schnell auf. Ich kann das nicht angreifen. Jetzt hast du mich echt unterbrochen beim. Ach, was, den willst du nicht, oder was? Ungültiges Ziel. Na toll. Ja, er frisst trotzdem, das ist gut. Auch wenn er nicht mehr da ist. Müssen wir es halt so rum machen. Nein, schnell! Hör auf, betäubt zu sein. Ich muss näher ran. Die drei müssen wir noch so oder so töten. Ich bin außer Reichweite. Dann nehmen wir den zu uns mal eben her. So, das sollte theoretisch aber jetzt wirklich der letzte sein. So, dann hast du genug und ich kann mein Leder looten. Aber ich möchte gerne die Pflanzen da oben haben. Echt hier irgendwo Spitze? Ich muss näher ran. Ja, ich muss es erstmal sehen. So, da oben. Hier fliegt. Jetzt steig ab. Wildstahlblume. So, einmal Kräuters. Das Problem, habt ihr das auch? Das gibt schon seit Dragon Flight released wurde. Nein, wir ignorieren das erstmal. Die können wir anziehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Was ist denn mit den... Ist das ein Troll? Ach Quatsch. Jetzt lass mich... Die haben jetzt nicht wirklich den Stein an den Blick oder sowas, ne? Ist ja geil, ist wirklich ein Troll. Und du? Warst wohl mal ein Mensch mit Schwert, okay? Ah, da liegt ja noch einer. Noch ein Mensch. Ja, siehst du, genau dieses... Das sind genau diese kleinen Dinge, die das ja alles so lebendig machen, ne? So, noch ein bisschen Phönixblut. Ja, hier ist alles voll. Hier kannst du theoretisch so schnell, so schön farmen.
Nichts mehr wert, das Zeug, ne? Seitdem diese Auktionen EU-weit sind, ist das der Preis so extrem gefallen. Oh, 4 Gold, du. Na gut, halb so wild. Wir werden schon an die Kohle kommen für das schnelle Fliegen. So, Nimetz. Was kann ich für euch tun? Etwas in diesem Elixier ist nicht gerade gesundheitsförderlich, Army. Ich habe meine Analyse zwar noch nicht beendet, aber ich kann es spüren. Auf dann. Das reicht. Bitte wartet einen Moment, während ich es teste. Mögen eure Reisen sich. Oh, 500 Quests. Das war noch niemals 500 Quests. Na egal. Der Quell, die Quelle des Wahnsinns. Zentrifugieren. Ja, ja, genau so. Zentrifugieren. Damen und Herren, zentrifugieren in Azeroth. Goldreffer, seht euch das an. Ich habe das Basiliskenblut aus dem Elixier reduziert. Dabei habe ich einen ungewöhnlichen Bestandteil gefunden. Es scheint sich um eine Art blauen Kristall zu handeln. Oder Nimetz betrachtet seine Notizen. Es ist kein singender blauer Kristall und auch kein pulsierender blauer Splitter. Er blättert einige Seiten vor. Kein Stück des Gedankenauges. Nein, so etwas haben wir im Schlingental noch nie gesehen. Jemand muss doch etwas von dieser Substanz besitzen. Ich will sie haben. Seht bei Kurzens hochrangigen Truppen hinten in ihrer Höhle nach. Sieht sich. Bitte. So, wir haben gefüttert. Braucht ihr etwas? Die wirkt schon größer. Wie ihr seht, wachsen diese Raptoren ziemlich schnell. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr eine so starke Begleiterin gefunden habt. Behaltet sie bei euch, solange es geht, Army. Sie wird sich bestimmt irgendwann als Gewinn für euch erweisen. Schönen Tag auch. Tiefe Wurzeln. Doch nun zu etwas anderem. Ich stelle gerade eine Sammlung von Trollgeschichten und Legenden für ein persönliches Projekt zusammen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, einige davon zu finden. Die Blutskalbe in den Ruinen von Balal an der Küste im Südwesten besitzen eine große Schrifttafel, auf der einige ihrer Geschichten festgehalten sind. Ich würde euch natürlich für die Geschichten, die ihr mir bringt, entschädigen. Eine Rebellenplusplatte. Brustplatte, Plusplatte. Haben die anderen nicht gesagt, sie teleportieren sich ins Lager? Ins Rebellenlager? Oder geht das erst los, wenn ich das hier abgebe? Das Licht sei mit euch. Vom Wahnsinn verschont. Danke, Army. Ich lag mit meiner Vermutung anscheinend richtig. Die drei Gefangenen scheinen der Krankheit, die Kurzen und den Rest seiner Männer ergriffen hat, entkommen zu sein. Vor eurer Ankunft teleportierte Emerine sich und die anderen nach Stormwind, um sich nach all den Entbehrungen zu säubern. Sie haben versprochen, bald zurückzukommen. Seid vorsichtig. Okay, ich wollte schon sagen, wo sie hin sind. So, beendet Kurzens Vermächtnis. Unsere Verbündeten wurden aus Kurzens Truppenlager evakuiert und nun müssen wir es ein letztes Mal angreifen. Sie werden nie wieder so schwach sein wie gerade und mit eurer Hilfe können wir sie vielleicht so weit schwächen, dass sie sich nicht mehr davon erholen. Diese vier Namen, die in den Offiziersakten erwähnt werden, Anders, Gaulus, Miranda und Esquivel, sind die höchstrangigen übrig gebliebenen Soldaten. So. Sucht nach ihnen in der Höhle im hinteren Teil des Truppenlagers. Sollten diese vier verschwinden, werden die Konsequenzen für Kurzens Streitkräfte verheerend sein. Geht mit Ehre, Army. Für die Allianz. Machen wir. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde nochmal kurz zu Nesingwerys Expedition mal fit hinfliegen. Werde da die ganze Quest annehmen. Da unten ist das andere Lager, sehr schön. Ach, wie oft ist man zu Classic-Zeiten einfach hier rüber geschwommen. Weil Nesingwerys war ja auch noch zu Classic schon da, aber jetzt hat er halt ein riesengroßes Lager, ne? Ach, Nesingwerys Mann fürs Grobe. Barney Steinkrug. Hemming Nesingwery Jr. Und der Senior ist ja, glaube ich, hier unterwegs, ne? Oder soll unterwegs sein. Überragende Axtmacherin. Ich kaufe und handle. Guck mal, wir kennen die ganzen Vorlagen noch gar nicht. Das Licht segne euch. Das wurde ja aber mit dem Patch hinzugefügt, dass man auch die grauen Items jetzt als Vorlage haben kann. So. Seid gegrüßt. Und dann kannst du alles zurückhaben. Die tauschst du nochmal eben aus. Das legst du an. Und den verkaufst du. Sehr schön.
Seid vorsichtig. Ja, werde ich sein. So, Kratzek. Was liegt an? Was liegt an? Auch mit Kratzek. Hallo, ihr habt etwas für mich? Schön, dass ich helfen konnte. Ah ja, das ist einer von Kratzeks Spezialeintöpfen. Nicht Spezialtöpfen, Spezialtöpfen. Eine geniale Erfindung, aber bisweilen bricht eine Feder oder das Getriebegerät aus dem Tritt oder sowas in der Art. Lass mich mal sehen, was mit dem hier los ist. Aha. Die Dampfbeschickungsvorrichtung ist völlig verrostet. Die Gelenkdichtung ist rissig und dem Fubulator fehlen Zähne. Es wundert mich, dass der Topf in diesem Zustand überhaupt irgendwas kochen konnte. Ob ich ihn reparieren kann? Natürlich kann ich ihn reparieren. Ist auch geil, die heißt Nani, die Affe. Aber das kostet. So etwas kostet immer. Oh ja. Bleibt gut drauf. Gut. Minenoperation der Venture Company. Um diesen Topf zu reparieren, werde ich Reagenzien brauchen. Und um die zu bekommen, werdet ihr ein ganz kleines bisschen töten müssen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Diese lästigen Geologen der Venture Company haben einige gerommelte Kristalle gesammelt, die für meine Zwecke genügen würden. Ihr findet sie rund um ihr Basislager im Osten, auf der anderen Seite des Nazferitissee. Ist mir egal, was ihr tun müsst, um sie zu bekommen. Kommt ja, mir aber nicht. So, Drizzlik. Was liegt an? Angebot und Nachfrage. Der beste Ledermacher des südlichen Meere und der alten wie der neuen Welt. So nennen sie mich. Mich, Drizzlik. Der beste Meine Lederwaren sind nah und fern absolut vorzüglich bekannt. Erste Wahl der wahren Kenner. Gerade habe ich eine Bestellung von Direktor Quizfox vom Tüftlerverband über ein Dutzend seiner Lieblingsstiefel aus der Excelsior-Line-Linie erhalten. Oh mein Gott, unser Verkaufsschlager, ehrlich gesagt. Für die Grundform benötige ich Krokilisken heute. Nicht Krokilisken, sondern Krokilisken. Von den Krokis entlang des Flusses im nördlichen Schlingendorntal. Meine Güte, du. So, und dann haben wir noch Baniel Steinkrug. Was kann ich für euch tun? Willkommen im Dschungel. Willkommen im Schlingendorntal. Ihr seid es euch vielleicht nicht bewusst, aber der Zwerg da drüben ist der Sohn des fabelhaften Hemming Nesingberry. Mein Gott, der hat einen Namen. Des weit bekanntesten Kriegshelden der Allianz und Meister Großwildjägers. Er ist, genau wie sein Vater, nicht gerade sehr bekannt dafür, dass er Fremde in seinem Lager sehr mag. Aber ihr seht aus, als hättet ihr schon das ein oder andere Abenteuer erlebt, Paladin. Geht und sprecht mit ihm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht kann er euch also einige Ratschläge für die Jagd geben. Mögen eure Reisen sicher sein. Was hast du denn hier gefangen, Alter? Ein Riesentruter, Mann? Gegen den hätte ich aber gar nicht kämpfen wollen. Hallo? Der verbeugt sich sogar. Willkommen im Dschungel. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Ami. Hab hier in der Gegend schon lange keinen eurer Sorte mehr gesehen, Paladin. Ich habe mich nur aus einem Grund auf diese Expedition begeben. Ich will eine große und scheue Bestie jagen. Da ich erkennen kann, dass ihr eine Art Held seid, bin ich willens, euch an der Jagd zu beteiligen. Ihr müsst euch zunächst jedoch beweisen. Ich werde euch lehren, wie man Raptoren tötet. Ajak wird euch mit der Tierjagd vertraut machen und Sire Ergadin ist ein Meister, wenn es um das Aufspüren eines Panthers geht. Beweist mir eure Geschicklichkeit und ihr dürft mit mir auf die große Jagd. Fort mit euch! Also quasi auf die große Jagd, die momentan sowieso stattfindet. Gut, meine Lieben, ich werde jetzt die Folge hier aber beenden und diese ganzen Quests, diese vier Quests, die hier gerade aufgeploppt sind, werde ich in der nächsten Folge annehmen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich über beides riesig freuen. Fetten Daumen nach oben, falls ihr es schon getan habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und noch einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr es noch tun werdet oder würdet. Habt eine schöne Zeit, meine Lieben. Macht das Beste draus. Bis dahin.